herzlich willkommen zum Hexer. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen unsanft hier angelandet. Ich bin hier auf. Ich habe gedacht, ich lasse den einfach hier auf Sand laufen, aber es war wahrscheinlich eher Stein. Na gut. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Moment. Können wir allerhand aufnehmen. Vielleicht sollten wir das auch. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, glaube ich, bei unserem Freund hier, natürlich, habe ich es nicht verkauft. No. Was hätte ich denn verkaufen können? 88 von 90 ist ja doof. Jede Menge Asche, ne? Ja, denn hier gibt's nur Asche. Es sieht so aus, als ob es hier nur Asche gäbe. So, wir gehen mal hier entlang. Nehmen noch vielleicht diese Handfasern mit. Was ist denn das hier für ein... Was ist denn das für ein Geräusch? Ich sehe gar nichts. Was dieses Geräusch verursachen könnte. Mädels! Wollen wir? Oder... Nee, ich lasse euch in Frieden. Moment, aber hier ist noch... Blutmoos. Nehmen wir ja mal mit. Vielleicht brauchen wir es ja. Man weiß ja manchmal nie. Moment, was ist denn hier? Der Clan Ankret. Immer noch der Clan Ankret? Der Clan Ankret. Vielleicht ist ja hier vorne noch mehr zu sehen. Moment mal. Ha, halt. Ein paar Hinweise sollten wir vielleicht schon sammeln. Hier sind irgendwelche Gräber, ne? Aber ich latsche zwar da drauf rum. Ach doch, jetzt. Seegräber. So begraben die Inselbewohner ihre Gefallenen. Gehen wir trotzdem wieder ein bisschen vor. Wer weiß, ob wir hier noch irgendwelche Hinweise finden. Gleich am Strand, ne? Man weiß ja manchmal nie. Zum Beispiel, was ist das hier? Ach nee, das ist nur eine Zutat. Nee, hier ist anscheinend nichts. Ich denke, hier ist ja nur die Asche, ne? Schauen wir noch mal ganz kurz hier rüber. Was ist eigentlich dort hinten für ein... komm ich vorwärts? Was ist eigentlich hier? Nee. Nee, wir gehen dann weiter. Warte, war das hier nicht? Eigentlich schon. Kommt irgendwie nur nicht dran. Komischerweise. Manchmal kommt man echt ein bisschen schlecht dran. Ja, was soll's. So, jetzt aber. Nehmen wir das hier auch noch mit. So, schauen wir, ob wir hier noch irgendwas finden. An Hinweisen. Unser Hexer ist ja da. Eigentlich immer ganz cool drauf. Nehmen wir mal mit Nägel. Reparaturset ist super. War das ein Waffenreparaturset? Dann wär's noch superer gewesen. Wieso muss ich hier hinten entlang, wenn es doch hier entlang geht? Weil wahrscheinlich hier das zu ist, ne? Ja, wir schauen es uns trotzdem mal. Oh, Axel. Wir schauen es uns trotzdem mal an. Und, können wir schon nicht mehr gehen? Geht gerade noch so.
Jetzt ist es aus, die Maus. Schade. Müssen wir es wieder uns ist entledigen. Ja, wissen wir es wenigstens. Ja, das ist blöd. Ach, ich hätte echt drauf schauen müssen. Und es ist vor allen Dingen ganz schön. Und wenn ich. Wie viel. Schaut mal hin, was das für ein Gewicht hier ist. Wenn ich nun zum Beispiel die Spaltbolzen hier reinmache, interessiert kein Menschen. Ich habe zu viel von dem Bolzenzeugs dabei, wisst ihr? Das ist schon allein, das ist 3,3. Das ist 2,5. Verstehe. Was machen wir da? Können wir noch irgendwas... Was ist denn eigentlich das hier? Asche. Kann verkauft werden oder zerlegt. Ist aber auch kaum was... Na, schaut mal hin. Von der, vom Gewicht her. Das kannst du eigentlich... Das hier hat... 3, Ah, hätte ich doch das alles zerlegt beim Händler. Ich Idiot, ne? Bei dem... Wisst ihr? Das hätte ich alles bei dem Schmied zerlegen können. Habe ich echt nicht... Habe ich nicht dran gedacht. Na, dann machen wir es... Werfen wir es halt weg. Jetzt hier nix. So, weiter geht's. Hört sich irgendwie an, wie wenn dort irgendein Bösewicht ist. In der Nähe. Vielleicht Sirenen? Sind auf alle Fälle Sirenen. Frage ist, tun die uns was? Oder sind die weit genug entfernt? Achso, jetzt haben wir... Da waren wir doch schon. Okay. Hier waren wir doch schon. Sag doch was. Hütten, aber keine Menschenseele zu sehen. Schau mal in eine der Hütten rein. Ja, die nehmen wir jetzt nicht mit. Wir haben ja dummerweise. Also wenn wir Schnaps haben, Alkohol, ja. Nee, leere Flasche brauchen wir jetzt im Grunde nicht. So, und hier ist nichts mehr, ne? So. Anderes Zeugs. Die sind eigentlich jetzt weit genug weg. Schauen wir mal hier rein. Ach, hier ist... Ja. Dann kommen wir vielleicht ganz gut wieder zurück. Ohne mit dem Schiff zu fahren. Obwohl, es ging eigentlich, um ehrlich zu sein. Die Schiffsreise so... Sag mal, ist das ein Geisterhaus? Aber hier ist nichts drin. Nur Gerümpel. Ein Fischerdorf war das, ne? Dort haben wir auf alle Fälle wieder einen idealen... nehmen wir mal mit. Einen idealen und vor allen Dingen... Vor allen Dingen intakt.
ein intaktes Boot. Fisch weiß ich jetzt nicht. Schafe lassen wir mal. Keine Ahnung. Ja, ist schwierig zu sagen. Na, lassen wir mal. Was weiß ich. Es kommt hier. Angel brauchen wir nicht. Alkohol nehmen wir, haben wir gesagt. Ne? Strickleider nehmen wir auch mal nicht mit. Was soll's. So, schade, dass jetzt meine Klinge nicht mehr geschärft ist. Haben wir zu lange getrödelt. Was könnte in dem Eimer sein? Eine leere Flasche? Nee. Ja, Schnaps, wie gesagt, Schnaps nehme ich immer gerne mit. Ah, wir sind schon wieder überladen. Mist. Müssen wir nochmal reinschauen. Ja, ich weiß. Was haben wir denn da? Eine Kuh? Ach, die Bullenfigur, ja, stimmt. Aber für was brauchen wir die? Was haben wir denn eigentlich noch? Schweres. Flasche ist jetzt nicht schwer. Oh, da, aber wohl, das ist auch nicht schwer. Selbst das ist nicht schwer. Wir haben eigentlich gar nichts Schweres mehr. Außer die Felle, dann müssen wir die Felle wieder wegmachen. Ja, okay. Kommt halt das Fell. Obwohl, so schwer sind die, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ne? So, mal was richtig Schweres würde ich nochmal weggeben, aber ich wüsste jetzt im Moment nicht was. Nochmal so ein blödes Schwert da hier. Aber das war, naja, so viel kommt das hier weg. Sei es drum. Okay, weiter geht's. So, wo müssen wir hin? Wir laufen. Wir haben genug getrödelt in dem Dorf hier. Nirgends eine Spur oder so, wo wir her weiß eigentlich unser Hexe wohin muss. Einfach den Weg entlang. Aber coole Atmosphäre, ne? So richtig skellige-mäßig. Schon ein bisschen Halloween. Halloween-mäßig. Aber der Halloween ist hier schon vorbei, wenn ihr die Folge seht. So, gehen wir hier rüber. Und jetzt langsam. Aber sicher. Voll die Schlucht hier, ne? Nee, eine Schnur nehmen wir nicht. Das nehmen wir. Das nehmen wir auch. Das nehmen wir auf alle Fälle. Und mehr gibt's nicht. Dass wir noch nicht überladen sind, ist echt sehr merkwürdig. Okay. Wahrscheinlich werden wir es gleich sein. Sind wieder irgendwelche Haupthühn.
große Güte. Was machen wir denn? Was war denn? Was war denn bei Riesen? Ah, Geister. Ach, da ist der Hims. Das hätten wir uns mal anschauen können, bevor wir gegen ihn. Na ja, gut, wir haben ja eh nicht gegen ihn gekämpft. Der Okroide. Ne, halt, da müssen wir rein. So, das ist er, ne? Oder? Ne, Zyklop. Wahrscheinlich ein Zyklop. Was haltet ihr davon? Wir nehmen einen langen Pfahlspitzen an, rappen ihn ins Auge. Ah. Zyklopen sind leicht am einen Auge zu erkennen. Was haben wir denn hier? Okroidenöl? Axi. Hm. Quen Axi. Mit Axi kommen wir nicht hier weit, glaube ich. Obwohl, wir hatten Axi verstärkt, oder? Ist es wirklich ein Zyklop gewesen? Bin mir gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. War das nicht ein Eisriese hier? War das nicht sowas hier? Auf alle Fälle, Okroiden ist immer gut. Ich glaube, sowas war es, oder? Ja, denn... komm, wir träufeln schon mal Okroidenöl drauf. Wo ist denn das? Bestien, verbessertes Vampiröl, Geisteröl, Insektenöl. Okay, wartet mal, wir könnten auch noch mal schauen, ob wir vielleicht neue Alchemie haben. Moment. Absolute Bombentränke, Öl. Nee. Da fehlt uns überall was. Eindeutig. Und bei Tränke? Wahrscheinlich auch. Und bei Bomben? Wahrscheinlich auch. Okay. Ja gut, dann Inventar. Halt hier Öle. Wo waren wir das Okroidenöl? Hier unten irgendwo, ne? Hier. Auf die Klinge drauf. Danke. Und dann Quen. Ne? Was ist Quen? Quen, Quen, Quen. So, seid ihr bereit? Ich bin's nicht. Hm. Achso, ja, gegen die. Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeife, meinen Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, worin liegt mein bildhübsches Weib. Mit schwindenden Kräften mein Atem mir stockt. Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, höchste Zeit. Das sind aber Schild! Dort meine kleine Hütte, dort kenne ich mich. Das Viech! Au! Was ist denn los hier? Wo ist er? Greift er wieder an? Sind die Stärke hier? Hab ich ihn? Hundekoll? Nee. Könntest du... Au! So, jetzt reicht's. Gott, ich kann doch irgendwas... Achso. Puh. Ja, ja. So, das nächste Schwert. Mir gerade jetzt wird fallen gelassen. Und ich hatte noch was, ne? Irgendwelche Fälle. Ah, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr braucht mir nichts zu sagen. So. Ja, von mir aus. Naja, eigentlich nicht. Oh, was soll's. War denn noch irgendein Fell? Ach, das
mag ich eigentlich nicht. Das hier? Ah, folgendes. Schönes nicht. Achso, jetzt habe ich wieder das Fell. Nee, nee, das nicht nochmal. Okay, weiter geht's. Hier verkeilt. Soll ich kommen und dir den Garaus machen? Okay. Machen wir's. So, und jetzt ist jetzt eigentlich noch wir könnten gleich übrigens was essen. Hier, da zum Beispiel, was weiß ich. Weg. Aus ist es. Nee, halt, ich wollte noch was schauen. 4 sind super. Was wollte ich noch schauen? Jetzt weiß ich es nochmal. Achso, ja, das Öl ist noch drauf. Wie es aussieht. Puh. Moment. Riesenspuren. Ja, das ist mir. Mein Freund, wir wissen auch, wem die gehören. Falls du es nicht weißt, ich weiß es. Wo ist er denn eigentlich? Das ist ja wie bei Odysseus. Ach, da ist er, das ist ein Kerl. Versammelt. Diesmal haben wir es besser getroffen, ne? Nur keine Panik jetzt hier. So, mein Freund. Wo hast du dich hinverkrochen? Der Herr. Von wo? Zacker nehmen wir mal nicht mit. Okay. Gehen wir da unten drauf. Ne? Haben wir vielleicht noch irgendwas, was wir hier verpasst haben? Nee, ne? So, jetzt kommt wahrscheinlich der Kampf der Kämpfe. Puh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt hier. Oh, unser Öl. Ach, ich sehe es jetzt hier. Wir müssen aufpassen, dass unser Öl nicht... Wir uns ein bisschen spülen. Kleines bisschen spülen. Nee, es ist die Räucher noch kommen. Ist er hier? Ist er hier? Ist der hier? Sehen wir ihn? Hi, wo bist du? Zyklop? Sag an. Oder? Vielleicht. Ich will ihn. Öl weg, ne?
So, wir nehmen jetzt hier nichts auf. Irgendwie. Keine Ahnung, aber irgendwie fehlt uns. Fehlt uns unser Gegner. Halt! Ach so. Moment. Kampfspuren. Eindeutig. Und da ist unser Fußabtreter. Aha. Der Riese hat sie gejagt. Anscheinend. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Was für Höhlen? Schauen wir mal. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Und hier? So, und hier sind die Höhlen, ne? Anscheinend, oder? Halt, bevor wir jetzt hier hingehen, tragen wir halt doch trotzdem nochmal. Ich hoffe, wir haben noch Öl. Haben wir noch dieses Okroidenöl? Ja. 20 Ladung, okay. Ach ne, wir haben es noch drauf, ne? Doch. Ach so, das waren nur. Nee, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okroidenöl ist noch drauf. Super. Und? Das sagt uns nichts mehr. Jetzt wird's bitte böse. Nee, immer noch nicht. Moment. Der Riese wollte rein, hat dann anscheinend aufgegeben. Heißt es, wir sollen jetzt hier rein oder weiterziehen? Wir schauen mal hier hin. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, gehen wir einfach durch die Höhle, oder? Ja, das Gescheiteste. Ist hier entlang. Na dann, sind wir ja richtig. Anscheinend. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Was machen wir dann? Was heißt denn das? Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Hallo? Soll ich mich an irgendwas festhalten, oder? Doch Wasser, oder? Da unten. Oh. Na? Oh. Da ist noch jemand. Aber wo? Alter. Überhaupt nicht. Komm. So wird das nix. So verpulvern wir nur unsere Pfeile. Sind frei. Nochmal, ja. Hier wäre es schön, wenn du auftauchen würdest. Die kommt gerade so. Ne? Gerade so, dass ich ihn nicht treffe. Vielleicht so. Irgendwie. Komm nochmal. So wird das nix. Was denkt ihr? Einfach mal reinhüpfen? Oh! Hoch mit dir! Ah. Bist du? Wo hab ich das hingehört? Ah.
Hatte ich jetzt nicht gerade noch irgendwelche Fußspuren hier gesehen? Oder habe ich das nur gedacht? Habe ich das geträumt? Hier könnte ich... Nein, hier könnte ich doch nicht. Aber da oben, ne? Ah, darauf komme ich gar nicht. Vielleicht hätte ich gar nicht hier runterspringen sollen. Kommen wir wahrscheinlich nie wieder ran. Wir müssen wahrscheinlich drauf. Aber... Reines Silber, super. Das nehmen wir mal mit, glaube ich. Aber jetzt... Wie kommen wir hier weiter? Das ist natürlich die große Preisfrage. Ich glaube, wir kommen das nächste Mal weiter. Vielleicht. Mit viel Glück. Wir müssten eigentlich hier rauf, ist es richtig? Oder hier so runter? Ja, aber es ist... Man kann es gar nicht so sagen, ne? Weil, seht ihr? Auf der Karte, das ist sonst wo. Und wo wird da entlang müssen? Hier auf alle Fälle nicht, ne? Vielleicht müssen wir auch wieder tauchen oder... Whatever. Das ist immer schwierig hier. In den Höhlen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da verirre ich mich im Grunde nur. Das ist nicht so schön, finde ich. Die Höhlen sind echt... Sind irgendwie schon schön, aber irgendwie verirre ich mich. Da müssen wir ja nur einfach irgendwie, was weiß ich, entlang schwimmen. Irgendwo hin. Na, kann doch auch sein. Also wenn ich ja so rausschwimmen. Ist das Gold? Hier hinten ist nichts, ne? Außer eine Zutat. Vielleicht muss man doch hier einfach so entlang schwimmen. Aber wir schwimmen ja im Grunde in genau die falsche Richtung. Das kann der. Aber er hat ja gesagt, eigentlich, er will da nicht runden. Naja. Ne. Naja. Was ist das? Ja, es ist ja schön, dass die da hier alles lagern. Nee, nehmen wir nicht. Nehmen wir mal. Schnur brauchen wir jetzt im Moment eigentlich nicht. Noch mehr Schnur brauchen wir auch nicht. Das ist gut. Ja, dann... Um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Was sind eigentlich die braucht? Ach, du Grünen. Das ist ja... Das ist ja einfach nur eine Brühe. Wieso habe ich die jetzt genommen? Das frage ich mich. Ihr euch auch, ne? Das ist echt nur eine Brühe. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Da, schaut hin. Pass auf, wir gehen jetzt einfach mal der Spur dann noch. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Ach, hier geht's rauf. Schaut hin. Dann gehen wir hier immer noch rauf, die Folge. So jetzt. Hopsa. Und hopsa. Denn hier ginge es. Oder sind wir hier runtergekommen? Nee. Aber für was? Was soll das hier sein? Blut, ne? Einfach nur Blut. Sind wir nicht hierher gekommen? Ach nee, hier. Moment, ist hier mal... Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Doch, wir sind auf dem richtigen Pfad, sag ich euch. Wir
sind hier auf dem richtigen Weg. Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Jawohl. Das ist was zum... Brauchen wir aber jetzt im Moment nicht explodieren zu lassen. Upsa. Was ist denn da drin? Wenn es ein bisschen Alkohol ist, nehmen wir es mit, ansonsten lassen wir es da. Weiter. Na, du musst doch wohl hier raufkommen. Freund. Moment, wir zünden mal. Was zünden wir denn eigentlich an? Das interessiert uns nicht, aber wir wissen immerhin, dass wir noch auf dem richtigen Weg sind. Das nehmen wir mit. Das lassen wir da. Moment, hier ist irgendwo wieder... Ah, nicht nur einer. Sondern mehrere. Na, kommt her. Kommt her. Wollen wir es uns... Da muss ich hin. Au! Hässlicher Bastard! Ja! Sehr schön. Nee, erledigen! Erledigen! Ja, danke. Danke. Ja! Und erledigen! Erledigen! Danke! Ja! Sehr schön gemacht. Das ging recht viel. Hühneier. Haben wir schon jemals Hühneier aufgesammelt? Glaub irgendwie nicht. So, was machen wir jetzt bei dem Baum dort? Ist da irgendwas Besonderes? Wieso sind wir jetzt hier hin? Geeiert? Nö. Eigentlich wollte ich schon längst Schluss machen, ja. Oh ja, nehmen wir mit. Oh ja, nehmen wir mit. Sehr schön. Wo geht's hier? Müssen wir hier rauf? Ach, hier hätte ich auch. Moment. Hier geht's rauf. Ich müsste schon längst hier... Schluss machen. Ich mache auch Schluss. Ich mache jetzt Schluss. Gerade so spannend. Hoppa! Wieso kommen wir hier drauf? Vielleicht hier und dann. Die hat den halben Köcher abbekommen. Eindeutig. Nee, ja, wir müssen anders drauf. So, genug. Da hinten steht jemand. Warte, da gehen wir wieder runter. Und nehmen uns den das nächste Mal vor, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.